Hallo, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir mal vorstellen, wie du ganz einfach dir selber einen Raumspray herstellen kannst, einen Duftspray, in dem du ein paar wenige Zutaten verwendest. Und zwar brauchst du Wasser, Alkohol und ein paar Tropfen ätherische Öle und eine Sprühflasche. Das geht super simpel. Ich weiß nicht, ob du Raumsprays verwendest, so zur Raumbeduftung oder aber auch um deine Yogamatte vielleicht damit zu besprühen. Also nicht nur, damit sie dann gut riecht und du doch beim Atmen, gerade so beim Yoga-Atmen, dann unterstützt wirst, sondern um auch gleichzeitig noch die Matte zu desinfizieren, was ja besonders wichtig ist, wenn du jetzt eine Matte benutzt, die nicht nur von dir benutzt wird, sondern auch von anderen Menschen. Und es gab vor einiger Zeit schon von Primavera ein Yoga-Mattenspray. Das gab es zu kaufen, aber die Flaschen sind relativ klein. Da sind gerade mal 30 Milliliter drin. Das ist ziemlich wenig, denn nach einiger Zeit sind die dann leer. So, und ich finde das dann eine ziemliche Verschwendung, jedes Mal eine neue Flasche zu kaufen. Und leider gibt es die aber jetzt nicht irgendwie in einer größeren Verpackungseinheit, sodass man dann die kleinen Flaschen mit diesem aufwendigen Sprühkopf dann nachfüllen kann. Und das finde ich ziemlich schade. Das finde ich auch ehrlich gesagt nicht so furchtbar nachhaltig. Und deswegen habe ich mal geguckt, ob man so ein Spray nicht nachmachen kann. Und das geht super einfach. Vielleicht hast du selber schon solche Sachen, solche Rezepte im Internet gefunden. Und du brauchst wirklich einfach nur Wasser und Alkohol und eben ein paar Tropfen ätherische Öle. Also es gibt da ja unterschiedliche Rezepte. Wir gehen jetzt mal von einem Rezept aus, wo du dann eine Endmischung in der Größe von 100 Milliliter hast. Dreimal so groß wie dieses kleine Fläschchen hier übrigens. Und dann variieren diese Rezepte. Wenn du das jetzt wirklich nur zur Raumbeduftung haben möchtest, dann kannst du zum Beispiel 60 Milliliter Wasser, destilliertes Wasser oder abgekochtes und abgekühltes Wasser verwenden. Und dann nimmst du 40 Milliliter Alkohol, so um die 40% Alkohol. In dem Fall habe ich jetzt einen ganz preiswerten Wodka gekauft. Der hat sogar noch etwas weniger als 40%. Aber das ist eine Matte, eine Yogamatte, die ich nur zu Hause verwende, die wird also nur von mir verwendet. Das reicht dann auch schon aus. Du kannst natürlich, gerade auch wenn du Wert darauf legst, eine Desinfektion da auch herbeizuführen, einen wesentlich höheren Alkohol, also einen Alkohol zu verwenden, der einen höheren Alkoholgehalt hat, da nimmst du am besten diesen sogenannten Weingeist oder diesen kosmetischen Alkohol, der ist dann sehr viel stärker und wirkt dann auch besser gegen Bakterien und Keime. So, aber wir gehen jetzt mal von diesem hier aus, also 40 Milliliter halt von dem Alkohol, 60 Milliliter von dem Wasser und dann nimmst du noch ätherische Öle. Ich habe mich jetzt in dem Fall, weil ich ja gerne dieses Yogamattenspray nachbauen wollte, habe ich ganz einfach das Nachfolgerezept von Primavera wieder genommen, den Yoga Flow. Das ist eine ätherische Ölmischung aus unterschiedlichen Ölen schon zusammengesetzt. Das heißt, ich habe jetzt nur 25 Tropfen ungefähr erstmal da verwendet auf die 100 Milliliter. Wer es stärker mag, den Geruch, der kann natürlich auch mehr Tropfen nehmen. Also auf die 100 Milliliter Gesamtmenge Flüssigkeit kommen so 25 bis maximal 35 Tropfen ätherische Öle hinein, also die Gesamtmenge an ätherischen Ölen. Und in diesem Yoga-Flow, in dieser Mischung, da ist zum Beispiel drin Myrte, Grapefruit, Sandelholz. Die haben jetzt die Wirkung, dass du beim Yoga eben nochmal unterstützt wirst, beim tiefen Atmen, für die Entspannung, für das Erden. Grapefruit gibt dann auch noch mal so ein bisschen gute Laune. Ich mag diesen Geruch einfach und ich kann diese Yoga Flow Duftmischung dann also jetzt nicht nur hier für mein Mattenspray verwenden, sondern ich gebe das auch ganz gerne in den Duftbrunnen rein, ne? Oder man könnte es auch in die Duftkerze oder in den Vernebler hineingeben. Du kannst aber genauso gut Einzelöle verwenden. Du könntest zum Beispiel eine Mischung dir auch machen,
wenn du es etwas blumiger magst, aus Rose, Lavendel, Vanille oder wenn du es etwas klarer magst, nimmst du vielleicht eine Zeder mit dazu, Zeder, Lavendel, das würde noch passen, Grapefruit dann auch noch dazu. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Mischungen, die du dir zusammenstellen kannst, je nachdem, was dein Schwerpunkt auch sein soll, was möchtest du oder die Laune. Jeder empfindet das ja auch anders. Es gibt ja auch Menschen, die mögen Rose überhaupt nicht. Und für die ist dann vielleicht etwas eine Mischung aus Lavendel, Sandelholz und Grapefruit wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Oder du gehst irgendwie so in so was Grüneres, mehr so in die Waldrichtung, dass du mit Fichte, Zitrone, in diese Richtung dann noch was machst. Ich würde nicht zu viele Öle nehmen, vielleicht drei, maximal vier unterschiedliche ätherische Öle. Nun ja, also du nimmst das alles, jetzt kommen wir nochmal zum Rezept zurück. Du nimmst also das Wasser, den Alkohol, dann tropfst du deine Öle hinein. Und da kann ich dir nur den Tipp geben, wenn du eben mit solchen kleinen Flaschen arbeitest, dass du dir hier wirklich schon mal die Flüssigkeit reingießt. Und die ätherischen Öle danach erst hineintropfst. Das kann ich dir empfehlen. Das ist besser, denn wenn irgendwie hier was daneben rinnt von deiner Mischung aus Wasser und Alkohol ohne die ätherischen Öle, dann ist das jetzt nicht ganz so verschwenderisch, wenn schon diese wertvollen ätherischen Öle dabei sind und es schwappt dann irgendwie über oder rinnt über, weil es nicht sauber eingegossen wird, dann ist das doch enorm schade. So, also du hast alles drin, dann wird es kräftig geschüttelt. Und dann kannst du es auch eigentlich schon verteilen. Aber ich sag dir eins, lass es ein, zwei Tage stehen und dann riechst du da dran und dann kannst du dich nochmal entscheiden, ob du vielleicht nochmal die ein oder andere Duftkomponente verstärkst. Wenn du sagst, du möchtest dann vielleicht, wenn du etwas mit Zeder genommen hast, du möchtest diesen Zedernduft nochmal verstärken, dann gibst du noch ein bisschen Zeder rein oder du sagst, ah nee, mir ist jetzt mehr so nach was fruchtig. Zitronigen irgendwie lieber, dann ein bisschen mehr Richtung Zitrone noch. Was du halt machen möchtest. Und manchmal reicht es ja auch aus. Ne? Dann sagt man, nein, hat jetzt genau die richtige Intensität. Und dann sprühst du es einfach nur. Ich mache das mal so. Ich hoffe, man sieht das in dem Video. Oh, herrlich. Ich liebe es. Ja. Und so einfach kannst du dir jetzt ein Raumspray selber machen und vor allen Dingen kannst du dann eben auch diese kleinen Fläschchen immer wieder befüllen. Und gerade auch mit so fertigen Duftmischungen ist es ja oft so, man kauft die für einen bestimmten Anlass und verwendet die vielleicht gar nicht komplett durch, weil du eben den Vernebler nicht überall hast oder du möchtest das irgendwie, dass das Spray dann vielleicht auch für unterwegs mitnehmen oder du kannst das im Büro gar nicht so benutzen. Du kannst im Büro vielleicht keinen Vernebler benutzen, da es dann für die Kollegen zu intensiv wäre. Dann kannst du dir so ein Spray machen und kannst das dann auch mitnehmen. Und ich finde, dann kann man diese ätherischen Öle und die Duftmischungen auch ganz gut aufbrauchen, denn es ist oft so schade. Viele von uns, die haben einfach dann doch zu viele Öle stehen und das ist echt verschwenderisch. Es sind ja doch ganz wertvolle Geschenke, Pflanzengeschenke aus der Natur. Ich hoffe, das hat dir jetzt erstmal weitergeholfen und dass du vielleicht sogar ein kleines Geschenk daraus machen kannst, jetzt zu Weihnachten dann oder später mal zu einer anderen Gelegenheit. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuschauen und vielleicht möchtest du uns auch bewerten, einen Kommentar hinterlassen oder eine Anregung. Und bis dann zum nächsten Video. Tschüss.